Mensch war 1995 in Serie gegen den Hubschrauber 2004 und die Dienststellung in der Bundeswehr fand 2010 statt, hauptsächlich als Nachfolger für den UH-1D. The NH-90 first flew in 1995, entering series production in 2004, and entering service with the German Army in 2010 as a replacement for the UH-1D, the famous Huey. Geschwindigkeit von 305 km/h, eine Flughöhe von 6000 Metern und eine Reichweite von 1260 Kilometern. For a tactical transport helicopter, it really is rather powerful with a very high performance, powered by a pair of two Rolls-Royce Turbomaker RTM322 turboshaft engines, each producing 2430 horsepower. This gives the NH90 a maximum speed of 305 kilometers an hour at a maximum altitude.